Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info Video. Gestern um 19 Uhr war der EA Play Livestream. Unter anderem gab es da neue Informationen zur Season 2 von Apex Legends. Ich möchte euch mal die interessantesten Infos inhaltlich zeigen, wer diesen Livestream nicht gesehen hat. Unter anderem hatte ich ja schon mal von der neuen Legende Watson und der Elster der neuen Waffe berichtet. Hat sich bewahrheitet, dass das jetzt tatsächlich kommt. Alles im einzelnen Detail möchte ich euch nach dem Intro zeigen. Season 2 wird Battle Charge heißen und geht am 2. Juli an den Start. Bringt wie gesagt die neue Legende und eine neue Waffe. Es wird viele, viele Buffs an den älteren Waffen geben. Unter anderem wahrscheinlich sogar die Mosambik, wer sich darüber freut. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt oder was da überhaupt alles gebufft wird. Zum Battle Pass Inhalt für Season 2 werde ich nicht weiter drauf eingehen. Habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Inhaltlich wird sich da nichts ändern. Das wurde in dem Livestream auch erwähnt, was da alles Neues dazukommt. Das hat alles das bestätigt, was ich auch berichtet habe. Dann gibt es viele interessante neue Skins. Ich habe unter anderem noch einen Skin für den Caustic für euch in dem Video. Dann gibt es zwei neue Skins für die 301 und für die Spitfire. Zeige ich euch relativ weit am Ende des Videos. Die sehen richtig, richtig stark aus. Fangen wir jetzt aber erstmal an mit der neuen Waffe. Danach geht es zu Watson und noch ein paar einzelne kleine Details. Die Elster, über die habe ich schon mal berichtet, wird die neue Waffe sein. Es ist leider, aber war mir völlig bewusst, zumindest habe ich das so abgeschätzt, wird eine goldene Waffe aus einem Care Package sein, was von oben runterfällt, quasi die roten Care Packages. Also so oft wird man wahrscheinlich nicht auf diese Waffe stoßen. Ich habe schon mal ein Video darüber gezeigt, weil das eine Waffe aus dem Titanfall-Universum ist und darüber gab es vorab schon ein paar Videos aus Titanfall. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bilder aus dem EA Livestream von dieser Waffe. Care package touching down. They usually carry rare platforms. Elves down here. I am taking fire, friends. I bathe in the blue. Your ignorance meets your end. I need help. Good job, me. A new season. Strong work. Hostile over there. Frag out. We can't. Making contact with enemy. Accept it. I'm here. You're not. Einer der Creator sagt auch im Livestream, dass die Elster overpowered sein soll. Ich bin echt mal gespannt, wie sehr die Waffe zerreißen wird. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, dass es eine Loot-Drop-Waffe sein wird. So eine goldene wie die Mastiff und die Crapper. Und man keine Munition auf der Karte findet. Was nicht verkehrt ist, wenn die Waffen wirklich so stark sind. Die meisten von euch, die vielleicht mal die Mastiff im Nahkampf oder die Crapper benutzt haben und dann ordentlichen Headshot raushauen. Die wissen, wie mächtig diese goldenen Waffen sind. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal und darüber werde ich auch ein Video bringen. Sobald Season 2 raus ist, werde ich im Training die Elster mal in Ruhe testen, werde mal versuchen, in-game noch ein paar Bilder einzufangen, wie sich die Waffe spielen lässt. Und jetzt kommen wir zur neuen Legende Watson. Watson eilt ihrem Ruf übrigens jetzt schon mega voraus. Die meisten denken jetzt schon, dass sie im Squad zum Campen einlädt, denn die Fähigkeiten sind absolut heftig. Ich blende euch hier mal sämtliche Fähigkeiten ein, gehe die kurz durch und erläutere die und danach zeige ich euch mal ein paar Live-Bilder aus dem Livestream. Und da seht ihr Watson mal in Aktion und da werdet ihr feststellen, dass die echt mega heftig ist. Die erste Fähigkeit ist die taktische Fähigkeit, nennt sich Bereichssicherheit. Was kann man machen? Wird in den Bildern auch ganz gut jetzt gleich dargestellt. 12 Zaunpfähle kann man maximal aufstellen und zwischen diesen Zaunpfählen entsteht eine Art Lichtschranke, die den Gegner verlangsamen und man nimmt dadurch Schaden. Wie groß der Bereich maximal ist, das muss man dann im Spiel einfach mal testen, aber in dem Livestream sieht man ganz gut, wie groß der Bereich maximal sein könnte. Hat man quasi eine gute Stelle, wie zum Beispiel die Grube, die man richtig
richtig gut abstecken kann, dann könnte es ohne Octane oder Pathfinder schwer werden, diesen Bereich zu stürmen, weil man einfach nicht drüber springen kann. Wenn dann noch die ultimative Fähigkeit mit ins Spiel kommt, dann wird es richtig hässlich. Was macht die ultimative Fähigkeit? Du platzierst einen Mast, der nennt sich Interceptor-Mast. Wenn du den relativ mittig aufstellst, kann man diesen Bereich nicht mit Granaten zuspammen. Granaten, Arcstars, Thermitfallen, das wird alles davon zerstört. Wie lange der Mast hält, muss man einfach mal sehen. Und das richtig Geile an diesem Mast ist, dass die Schildzellen des gesamten Squads repariert werden. Wie schnell das geht, sieht man vielleicht so ein bisschen in den Bildern, muss man mal genau drauf achten. Es ist nicht ganz so schnell, aber in Verbindung mit Lifeline vielleicht sogar noch kann das, auch wenn man vielleicht sich mal außerhalb der Map befindet. Also außerhalb der Kampfzone möchte ich mal sagen, dann kann man sich vielleicht ganz entspannt heilen, Schildzellen aufbauen, Heilung reinhauen. Und wenn man jetzt noch die passive Fähigkeit sich reinzieht, zündende Idee nennt die sich, dann ist die Kombination mit Lifeline richtig frech. Denn der ultimative Beschleuniger bewirkt, dass der Interceptor-Mast sofort einsatzbereit ist. Deswegen, wenn du in einem Kampf gerade richtig runtergeschossen wurdest und gehst aber als Sieger hervor aus einem Kampf, bevor es dann weitergeht, bleibt noch ein bisschen abseits, haut euch den den ultimativen Beschleuniger rein, habt den Mast sofort voll, müsst keine Schildzellen verschwenden, wenn ihr nicht so viele habt. Und dann kann das Ganze richtig gut abgehen. Bei dem Bereich Sicherheit, da weiß ich allerdings nicht, also diese Zaunpfähle, ob man die überhaupt zerstören kann oder wie lange das hält, das sieht man in den Streambildern leider gar nicht, aber ich denke nicht, dass es nicht möglich sein sollte, das zu zerstören. Aber ich denke, ihr seht selber schon oder ihr hört selber raus, dass die Fähigkeiten schon ziemlich frech sein könnten in Verbindung mit den richtigen Legenden im Squad. Taking really complex problems and systematically solving them. And so I kind of thought, what would it be like if we took the sort of the defensive complexity of Apex and introduced a character that could really, is that if you plan and you sort of adapt to the environment and you really know the map and you work closely with your team, that you can really create these strong defenses that we're trying to sort of bump that meta a little bit and make it so that this more stanced RTS kind of play style has breathing room. You try to provide like your tactical, so you get fences faster. So if you drop it down, it's a permanent structure until it's destroyed, and that allows you to build these large fortresses very rapidly, and you can use that for defending, for flank control on offensive squads, for going up on a tower and fencing it off with Pathfinder, and then the passive. Jetzt möchte ich noch ein paar kleinere Sachen erwähnen, die sich im Spiel ändern werden. Was heißt, okay, das erste, was ich erwähne, ist keine kleine Sache, das ist eine große Sache, die sich viele wünschen. Es wird einen neuen Spielmodus geben. Das ist der Ranked-Modus, den sich viele wünschen, in 6 Kategorien eingeteilt, von Bronze bis Apex Predator ist die höchste Stufe. Da misst man sich wahrscheinlich mit den besten. Ranked-Modus kenne ich mich in anderen Spielen jetzt nicht so aus, deswegen weiß ich im Einzelnen nicht, was da inhaltlich vielleicht noch kommen könnte. Dass es in Zukunft tägliche und wöchentliche Herausforderungen gibt, habe ich auch schon mal erwähnt, dass man den Battle Pass oder allgemein schneller levelt. Ich hatte am Anfang des Videos schon gesagt, dass ich über die einzelnen Inhalte vom Season Pass nicht weiter eingehe. Es hat sich aber so viel geändert, dass es auf jeden Fall mehr Bock macht, diesen Season Pass zu grinden, beziehungsweise es lohnt sich auf jeden Fall dann, zumindest für mich würde ich sagen, diesmal lohnt sich definitiv der Kauf des Season Pass, ist meine Meinung. Der erste hat sich meiner Meinung nach nicht gelohnt, auch wenn ich mir den gekauft habe. Jetzt möchte ich euch mal einen Skin vom Caustic-Zeichen zeigen, den ich euch hier einblende. Der sieht richtig stark aus. Obwohl ich selbst kein Caustic-Spieler bin, finde ich den absolut schön und ich hoffe, dass da mehr von kommt. Und dann möchte ich euch mal von der 301-2 Skins zeigen. Das scheint wohl voraussichtlich der 101er, der Level 100 Battle Pass Skin zu sein und der Skin, der untere aus dem Bild. Man sieht leider nicht beide komplett, weil das Bild nicht ganz komplett gezeigt wurde.
Das ist der 110er Skin. Die sehen richtig stark aus. Aber mein absolutes Highlight, was an Skins gezeigt wurde, ist der. Ist leider nicht das beste Bild, ist leider nur ein Bild, was auf einem riesen Screen aus dem Livestream war. Und davon habe ich einfach nur einen Screenshot gemacht von meiner Lieblingswaffe, der Spitfire. Den finde ich ja wohl mal sowas von absolut mega stark. Zieht euch den bitte mal rein. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr auch von den Skins, von den Waffen von Watson und so weiter haltet. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und jetzt zum Schluss noch ein Highlight, wie ich finde. Ich zeige euch jetzt mal das Outro von dem Stream. Erinnert euch mal an das vorletzte Video, wo auch im Thumbnail zu sehen war, Drachen, Fragezeichen und das Bild dazu. Die letzten 2-3 Sekunden von dem Outro, da sieht man tatsächlich eine Legende fliegen, gefolgt von zwei kleinen Drachen und einem mega riesen Auge im Godzilla-Style, würde ich jetzt mal sagen. Und erinnert euch mal an das Riesenskelett, was auf der Map zu finden ist. Der Creator wird zum Schluss des Streams sogar an diese eine Szene drauf angesprochen, bestätigt die Drachen nicht, sagt aber, es werden große Sachen am Anfang von Season 2 kommen. Bestätigt indirekt das, was ich gesagt habe. Drachen werden ins Spiel finden. Wie das genau nachher ist, werden wir sehen. Zieht euch das Outro jetzt einfach mal rein. Das ist ein Zusammenschnitt von allen neuen Inhalten, die so kommen werden. Danach würde ich mich sehr über viele, viele Kommentare freuen, über viele Daumen, ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Von mir kriegt ihr regelmäßig neue Informationen über Apex Legends, Livestreams und Kill Compilations mache ich auch öfter mal. Das war's jetzt von mir. Zieht euch aber jetzt bitte die Bilder noch bis zum Schluss rein. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Pfingsten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Deer in the headlights. Your time is ended. Not gonna let you off that easy, Drew. What was that? What was what? What was that? You saw the giant thing on the screen in the eyeball. What was that? All right. Can't tell me? Well, let's just say that. Well, no, but let's just say this. We got perhaps a couple of big things coming into King's Canyon at the start of season 2. Okay. So.